Endlich ist das neue Update für Corekeeper da. Aber mit dem lang erwarteten Release der Vollversion gibt es jetzt auch wieder einige neue Sachen zu entdecken. Also würde ich sagen, jetzt ist mal wieder Zeit für einen neuen Community-Server. Wie schon beim letzten Server spielen wir wieder auf der Weltenschwierigkeit hart. Für den extra Spaß. Was? Wanted? Und haben ein paar Regeln aufgestellt, damit der Fortschritt nicht allzu schnell gerusht werden kann. Bevor es jetzt aber losgeht, erstmal in die Charaktererstellung. Ich habe mich schnell einen Vorschuss zusammengewürfelt und mich dann direkt ins Game gestürzt. Am Intro des Spiels hat sich leider nicht allzu viel verändert. Aber für alle, die es noch nicht kennen, hier einmal die Cutscene. An einem Ort, mitten im Nirgendwo. Du gehörst zu einer Gruppe von Forschern, die sich ihren Weg durch den Wald bahnen. Als du eine seltsame Präsenz fühlst, bemerkst du etwas zwischen den Bäumen. Davon angezogen, nährst du dich diesen seltsamen Relikt und erhebst eine Hand. Als du seine Oberfläche berührst, wirst du von einem blendenden Licht umschlossen. Ja, und das war's auch schon. Nicht allzu spektakulär, aber jetzt sind wir immerhin in-game. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf die anderen warten. Und damit sind wir erstmal vollständig. Die restlichen Leute stoßen dann noch im Laufe des Abends mit dazu. Aber jetzt kann's erstmal losgehen. Wie am Anfang von fast jedem Survival-Game wird erstmal das komplette Holz in der Umgebung vernichtet, um sich daraus dann etwas Start-Equipment herzustellen. Da die Ressourcen am Spawn aber relativ schnell aufgebraucht waren, wurde sich aufgeteilt und nach weiteren Sachen gesucht. Ganz oben auf der Liste standen Erze, Holz und Nahrung. Und da wir alle in unterschiedliche Richtungen losgesprintet sind, wurde auch relativ schnell der erste Teleporter gefunden. Teleporter ist mit der Version 1.0 neuen Spiel dazugekommen und man findet sie immer in der Nähe von wichtigen Strukturen. Sobald man einen entdeckt hat, kann man sich immer von Kern aus wieder dahin porten. Also sehr praktisch, um schnell von A nach B zu kommen. Etwas weiter hat Chaos-Spielzeug dann auch die erste Beschwörungswaffe gefunden. Ein Folianten, der eine kleine Fledermaus beschwört, die einen dann im Kampf für 30 Sekunden mit Fernkampfangriffen unterstützt. Und dann habe ich auch noch einen Lucky Dropper aus einer Holzwurzel bekommen. Wildwächter Schulterstück. 33 maximale Gesundheit und 18 Rüstung? Alter, das ist doch voll OP für den Anfang, oder nicht? Damit werde ich im Early Game wohl keine Probleme mehr haben. Danach war es aber mal dringend an der Zeit, sich um einen kleinen Garten zu kümmern, damit wir auch in Zukunft genug Essen haben. Also habe ich etwas Wasser in die Basis geholt und ein paar kleine Felder angelegt. Da die Pflanzen jetzt aber erstmal wachsen müssen, habe ich mich nochmal auf eine kleine Erkundungstour begeben, um meine Ressourcen wieder aufzufüllen. Ich habe wieder alle Erze, Pflanzen und Holzwurzel mitgenommen, die ich finden konnte, und habe dann damit meine Ausrüstung verbessert. Als erstes habe ich mir natürlich das Holzschild hergestellt. Da es nicht genervt worden ist, ist es meiner Meinung nach immer noch eins der stärksten Items im Spiel. Wenn man nämlich im richtigen Moment blockt, kann man Angriffe von Gegnern einfach parieren. Und wenn man das gut timet, ist man damit einfach fast unverwundbar. Leider bin ich aber aus dem Timing etwas raus. Danach habe ich noch ein paar Pilze umgeschnappt und bin wieder in die Tiefen der Höhle aufgebrochen. Diesmal aber mit Jürgen und Ender Martis zusammen. Und wir sind relativ schnell auf einen neuen, starken Gegner getroffen. Einen riesigen Pilz, der selber mit einer schützenden Steinschicht überziehen kann, um so fast unverwundbar zu werden. Aber wenn der Trottel gegen eine Wand läuft, sandt er sich selber für ein paar Sekunden und so kann man ihn easy töten. Und da schätzen sollte man ihn aber trotzdem lieber nicht. Oh. Hat mir 90 Damage gedrückt. Leider hat der nichts Cooles gedroppt, aber weiter oben lag einfach ein Hexendoktorhut rum. Der war zwar nicht sonderlich stark, aber immerhin habe ich jetzt mit denen eine komplette Rüstung an. Und mit dieser Ausrüstung und den Foodbars, die wir schon haben, waren wir eigentlich auch schon bereit, gegen den ersten Bossgegner zu kämpfen. Der erste Bossgegner ist glurig, und da er eigentlich nicht mehr kann, als einen auf den Kopf zu springen, kautet ihn das Schild komplett. Vor allem werden nebenbei noch 8 weitere Leute auf ihn einschießen, von denen jeder ein eigenes Minion hat. Ja, also war der Kampf wie erwartet extrem einfach. Und da so viele Leute mitgekämpft hatten, gab es auch ordentlich viel Loot. Es hat nicht mal alles in die Kiste gepasst. Oha, wie viel da drin ist. Für mich war in der Kiste zwar nichts Interessantes, aber da wir jetzt den ersten Boss besiegt hatten, konnten wir auch endlich ins Lehmbiom gehen. Was ich dann auch gleich mal gemacht habe. Und eigentlich wollte ich darin nur ganz entspannt was Neues Sinnerz farmen, aber die Monster dort hatten etwas andere Pläne. Was? Also das ist immer absolut unfair. Ja, lief nicht so gut. Ich habe dann schon mal etwas Zinn in den Ofen gehauen, bin nochmal etwas farmen gegangen und konnte mir dann endlich die komplette Zinnrüstung herstellen. Nur um dann zu merken, dass die Rüstung, die ich unterwegs gefunden hatte, bereits besser ist. Ja. Nach dem ganzen Stress wollte ich erstmal entspannt was bauen. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber der kleine Teich, den ich schon am Anfang der Folge gefunden hatte, gefiel mir eigentlich ganz gut. Also habe ich einfach mal drauf losgebaut.
Und ich bin mit dem Ergebnis eigentlich auch sehr zufrieden. Es fehlt zwar noch die Inneneinrichtung, aber als Starterbase ist es auf jeden Fall schon mal ausreichend. Da mich das ganze Gebäude aber auch wieder die Ressourcen ausgegangen sind, habe ich mir mal einen Generator und einen Bohrer hergestellt und habe mich dann mal auf die Suche nach einer Zinnquelle begeben. Nachdem ich dann endlich mal eine gefunden hatte, habe ich direkt alles aufgebaut. Jetzt kann ich einfach in ein paar Stunden wiederkommen und hier sollten haufenweise Erze rumliegen. Damit wäre das Zinnproblem auf jeden Fall schon mal behoben. Aber da wir jetzt mittlerweile alle schon ziemlich stark ausgerüstet sind, war es auch mal an der Zeit, den zweiten Bossgegner zu besiegen. Der zweite Boss ist Gorm, der Verschlinger. Eine riesige Larve, die ordentlich Schaden macht, wenn man ihn berührt. Aber dadurch, dass er so langsam und groß ist, kann man ihn auch relativ einfach ausweichen. Und selbst wenn man mal nicht rechtzeitig zur Seite kommt, kann man selbst seinen riesigen Körper ganz einfach mit dem winzigen Holzschild blocken. Das Teil ist echt OP. Und auch wenn der Kampf durch seine riesige Anzahl an KP echt lange gedauert hat, konnte er nichts gegen unsere Überzahl machen und ist genau wie Glurch einfach von uns überrannt worden. Als Belohnung haben wir wieder eine komplette Kiste voller Loot bekommen. Diesmal habe ich mir auch ein paar brauchbare Sachen mit eingepackt. Zum Beispiel das Larvengarn für mehr Bergbauschaden und ein bisschen Golderz. Und damit ist auch das Steingebiet freigeschaltet. Allerdings wurde es schon langsam spät und ich bin erstmal zurück in die Basis gegangen. Bevor ich nämlich gleich für die Nacht offline gehe, wollte ich noch schnell eine ganz kleine Holzfarm bauen. Eventuell ist das Schank ja zwischendurch mal geladen und dann habe ich direkt genug Holz, wenn ich mich morgen wieder einlogge. Aber das war's für Tag 1. Und auch für die erste Folge. Wenn ihr Lust auf noch mehr Cockkeeper habt, könnt ihr ja mal bei Slimer vorbeigucken. Der wird das neue Update die nächsten Tage auf Twitch streamen. Ansonsten könnt ihr auch mal bei Kauspielzeug vorbeigucken. Der hat jetzt nämlich auch gerade mit YouTube angefangen. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.